der Jugend. Wir melden uns aus Amsterdam, aus dem dortigen Olympiastadion, vom Viertelfinalspiel des Europacups der Meister. Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow. Das Spiel wird in wenigen Minuten beginnen. Die Schotten spielen heute in einem ungewohnten Dress. Grüne Hosen, gelbe Leibchen, gelbe Stutzen. Sie werden auf schwarz-weißen Bildschirmen nur schwer von ihren Gegnern zu unterscheiden sein. Die Holländer, weiße Hosen, weiße Hemden und rote Bruststreifen. Sie können dieses Bild auch in Farbe empfangen und sind dadurch natürlich im Vorteil. Die Schotten spielen von rechts nach links. Ich gebe Ihnen die Mannschaftsaufstellungen. Bei den Schotten im Tor Williams, Nummer 2 Hay, Nummer 3 Gemmel, Nummer 4 Connolly, Nummer 5 der Kapitän McNeil, Nummer 6 Brogan, Nummer 7 Jimmy Johnston, Nummer 9 Wallace, Nummer 10 Gallaghan, Nummer 11 Bobby Lennox. Bei den Holländern spielt im Tor Stoy, Nummer 2 Vasovic, Nummer 3 Syrbir, Nummer 4 Hülshoff, Nummer 5 Kroll, Nummer 6 Reinders, Nummer 7 Neskens, Nummer 8 Schwarz, Nummer 9 Müren, Nummer 11 Kaiser und Nummer 14 Cruyff. Das Spiel wird von dem Portugiesen Ribeiro geleitet. Er wird unterstützt von den Linienrichtern Silva und Lobo. 67.000 Zuschauer, zeitweise Regenschauer hier über dem Olympiastadion von Amsterdam. Das Stadion vollkommen ausverkauft und die Stärke des holländischen Fußballs wird dadurch unterstrichen, dass zur gleichen Zeit in Eindhoven Philips SV Eindhoven gegen Vorwärts Ostberlin im Europacup der Pokalsieger spielt. Flankenball wird jetzt hereingegeben von Kaiser. Wir sehen in der Mitte Gary Müren. Und vergeben von Johann Cruyff. Johann Cruyff ist der große Mann im Angriff der Holländer. Einer der weltbesten Stürmer, er trägt die Nummer 14. Ich habe Ihnen einen der Schotten unterschlagen, und zwar mit Nummer 12, Greg. Nummer 12, also Greg. Das war Vasovic, der Kapitän. Erstaunlich, ein jugoslawischer Gastspieler wurde zum Kapitän dieser holländischen Mannschaft auserkoren. Das war Cruyff, Kaiser. Johnston, Jimmy Johnston. Zurückgegeben zu Williams. Das war Syrbir. Vasovic zu Syrbir. Und das war Tommy Gemmel mit der Nummer 3. Das sind ja gute alte Bekannte, die Spieler von Celtic. Immer wieder erscheinen sie im österreichischen Fernsehen. Es ist kein Zufall, keine Protektion, sondern einfach das Ergebnis der großartigen Leistungen dieser schottischen Meistermannschaft. Zurzeit allerdings liegt Celtic hinter Aberdeen an zweiter Stelle. Einen Punkt zurück, hat allerdings auch ein Spiel weniger ausgetragen. Wieder Johnston.
Hayes mit nach vorne gekommen, offeriert sich auf der rechten Seite. Noch immer Johnston, jetzt ist Hay da. Und Connolly. Wer wirft ein? Connolly. Van Dijk ist das. Lennox. Nehmen wir Lennox. Sehr gut gemacht. Und geschossen oder beziehungsweise zu schießen versucht hat Tommy Gallagher. Tommy Gallagher, jetzt in der Bildmitte. Das ist Torhüter Stoy, ganz in grün. Das heißt, er hat eine schwarze Hose dazu. Sohn deutscher Eltern. Eigentlich heißt er Stoy, aber er nennt sich niederländisch Stoy. Vasovic hinüber zu Hülshoff. Hülshoff weiter zu Neskens. Neskens ist der jüngste im Team, 19 Jahre alt, war allerdings bereits international für die Niederlande tätig, und zwar gegen Rumänien. Abgewehrt von Barry Hülshoff. Das war Cruyff, hat reklamiert, vergeblich. Und das ist Hay, Dave Hay. Fünf Minuten gespielt, Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow 0:0. Hay hat abgewehrt. Connolly, wieder Hay. Direkt gespielt auf Barry Hülshoff. Der spielt Ausputzer im Team der Niederländer. Gamble. Williams. Kaiser. Kaiser verfolgt von Greg. Greg hat sich durchgesetzt und Rückgabe von Johnston zu Williams. Vasovic, Hülshoff, und ein Fehlpass. Dieser Pass sollte Johan Neeskens erreichen, den Mann mit der Nummer 7. Gemmel. Gemmel, Ball war bei Schwarz. Vasovic. Zu steil, keine Chance für Schwarz. Ist ja ein sehr schnelles Spiel.
bei den Schotten Sturmspitze Willie Wallace. Die Schotten spielen ein 1-4-4-1 System, wenn man das so nennen kann. Ein Ausputzer, vier Verteidiger, vier im Mittelfeld und eine Sturmspitze, wie ich sagte, Willie Wallace. Ganz in grün, Joan Williams. Callaghan hat zu Lennox gegeben, Lennox am Ball. Der macht einen Eckball oder einen Einwurf im Kampf gegen Syrby. Das ist Jokstein, der Manager von Celtic Glasgow. Es gibt also den ersten Eckball für die Schotten. Und zwar in der 8. Spielminute beim Stand von 0:0. Foul, jawohl, bereits abgepfiffen. Deutlich angezeigt vom Linienrichter. Abseits. Fehler von Johnston und Retter in letzter Sekunde Bobby McNeil. Wallace, Vasovic am Ball, Syrbir, das war mit der Nummer 10 Gallagher. Cruyff. Gemmel, aber da ist niemand, das heißt nur einer der Gegner, und zwar ist es Barry Hülshoff. Ajax Amsterdam war vor 2 Jahren Finalist im Europacup der Meister, unterlag allerdings in Madrid im Santiago Bernabeu Stadion gegen den AC Milan hoch mit 1:4, hatte keine Chance. Gallagher. Reinders. Hülshoff. Er ist Libero in der Elf der Niederländer. Fehler von Gemmel. Hey. Zurück zu Williams. Williams hat einen besonderen Betreuer erhalten, nämlich Ronnie Simpson, der jetzt in Edinburgh als Beamter der Stadtverwaltung tätig ist, der aber dem Rufe von Jokstein Folge geleistet hat, um den jungen Williams noch einiges von seiner Routine hier in Amsterdam zu vermitteln. Sie erinnern sich, Ronnie Simpson hat seinen letzten Länderkampf gegen Österreich bestritten im Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel des Jahres 1968. Es war ein großes Spiel und Ronnie Simpson
hat eine glänzende Leistung geboten. Abgewehrt von McNeil. Ball ist bei Kroll. Kroll zu Vasovic. Er hat damals im Finale den einzigen Treffer für die Niederländer geschossen, und zwar durch einen Elfmeterball. Lieber Vasovic. Fehler von Bloggen, den die Holländer allerdings nicht nützen konnten. Einwurf von Gemmel. Weitwerfer, Scharfschütze, alles in einem, dieser Tommy Gemmel. Wieder Gemmel. Allerdings Schiedsrichter Rivero hat hier einen Foul gesehen. Es gibt einen Freistoß gegen die Schotten. Es schießt Schwarz, Sürbier und Eckball. Eckball für Ajax. Schwarz. Eine Riesenchance von Nummer 5. Von Kroll vergeben. In der 16. Minute steht das Europacup-Spiel, Viertelfinale zwischen Ajax Amsterdam und Celtic Glasgow 0:0. Jene, die sich später eingeschaltet haben, die Niederländer spielen von links nach rechts. Eckball Nummer 2. Gemmel gegen Schwarz und Eckball. Wieder ist Schwarz der Schütze. Eine Riesenchance vergeben. Wieder Eckball. Geschossen hat Vasovic. Johnston führt den Gegenangriff. In den letzten Spielen war er nicht sehr in Form, der kleine Wirbelwind auf dem rechten Flügel. Hülshoff. Sürbier hat hineingegeben. Wieder Johnston. Connolly. Schlecht abgespielt von Connolly. Schwarz. Zu Neeskens. Und vorher hat es einen Foul gegeben. Freistoß für die Schotten, die in diesen letzten Minuten arg in Bedrängnis gekommen. Das ist Rinus Michels, der Betreuer von Ajax Amsterdam gewesen.
McNeil. Gemmel hat den Ball nicht unter Kontrolle gebracht. Connolly für Wallace, aber viel schneller war Barry Hillshoff, der zurückgegeben hat. Vasovic. Zu Syrbir. Und Eckball. Kaiser gibt da rein, ganz schlecht da reingegeben, Johnston. Syrbir, Broggen, noch immer Broggen, spielt reichlich riskant, Einwurf für die Schotten. Einwurf durch Gemmel, der ja, wie Sie schon gesehen haben, sehr, sehr weit zu werfen versteht. Für Connolly ganz allein. Fehler von Stoy. Eckball gegen die Niederländer. Sehr gut gemacht, dieser Eckball, denn Lennox auf das Tor der Niederländer dirigierte. Hier haben wir ihn im Bild. ...21 Minuten sind gespielt. Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow 0:0. Kroll, schlechtes Abspiel von Kroll. Barry Hillshoff. Vasovic wieder zu Hülshoff. Reinders. Noch immer Reinders. Und Williams. Obwohl es heute hier den Anschein hat, es würde der Frühling einziehen, es ist jetzt empfindlich kalt. Das war zweifellos ein Foul von Hülshoff, aber Schiedsrichter Ribeiro fand keinen Grund zum Einschreiten. Es hat allerdings zu regnen aufgehört und die Zuschauer können sich einigermaßen unbehindert des Spiels erfreuen. Vasovic. Und dieser langhaarige Spieler ist der Nico Reinders gewesen. Indirekter Freistoß gegen die Schotten. Vasovic oder Syrbir, das ist die Frage. Das war Reinders, wieder Reinders. Johnston zu Hay. Und wieder Reinders. Hülshoff. Vasovic. Johnston.
zu Callaghan. Das war eine Vorlage für Cruyff, aber er war nicht schnell genug. Callaghan, Johnston. Johnston. Vorteil ließ hier der Schiedsrichter gelten. Van Muren, noch immer Muren. Und Vasovic. Kaiser. Es hat im Fernsehen auf dem Bildschirm wesentlich gefährlicher ausgesehen, als es tatsächlich war. Der Schuss von Kaiser ging etwa 3 Meter am Tor vorbei. Gemmel zu Williams. 25 Minuten sind gespielt, Spielstand weiterhin 0:0. Ein sehr, sehr schnelles Spiel. Ein Spiel zweier großer Mannschaften, ein Spiel, in dem die Niederländer wie erwartet dominieren. Für uns wird ein Zuschauer weggetragen, der offenbar den Aufregungen dieses Spiels nicht ganz gewachsen war. Hey, ein offensiver Außendecker. Foul an Hey. Kaiser. Foul an Kaiser. Vorteil. Ist aber ein sehr faires Spiel. Ein Spiel zweier Mannschaften, die in ihrer Spielanlage einander sehr ähnlich sind. Zwei kämpferische Mannschaften. Der Einsatz von Johnston ist nicht gelungen. Kroll hat geworfen. Wieder Kroll. Der Ball war aber bereits über der Linie. Es gibt einen Einwurf für die Schotten. In der 27. Minute beim Stand von 0:0. Brogan. Jetzt gibt es einen Einwurf für die Gastgeber. Barry Hülshoff wirft. Abgewehrt von McNeil. Einwurf für die Schotten. Wallace hat den Ball verloren. McNeil stand richtig. Einwurf für die Niederländer. Sie dominieren zwar im Feld, aber sie haben den Torhüter Williams eigentlich noch nicht richtig in Gefahr gebracht. Ganz knapp kam Gary Muren zu spät. Gary Muren hier im Bild. Williams zu Hay. Wallace, Gemmel, Einwurf für die Schotten, nein, Freistoß, doch es ist Einwurf.
und zwar wirft Tommy Callaghan. Callaghan. Gemmel. Publikumsliebling hier, aber er war bereits hinter der Linie, stürzt jetzt hinein in den Pulk der Fotografen. Es ist glücklicherweise nichts passiert, aber Schiedsrichter Rivero gibt einen Eckball. Nach 30 Minuten 0:0. Kaiser. Callaghan. Und jetzt kommt die Konterattacke. Und das war Glück für die Niederländer, dass Willy Wallace nicht an den Ball gekommen ist. Vasovic. Hülshoff. Zürbier. Und Vorlage für Schwarz. Eckball. Es ist der siebente Eckball. Schwarz. Abgewehrt von Brogan. Lennox. Der Greif. Foul von Hay an Greif. 32. Minute. Spielstand 0:0. Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow im Viertelfinale des Europacups der Meister. Vor 67.000 Zuschauern im Olympiastadion von Amsterdam. Reinders. Lennox. Aber er hat sich zu weit vorgelegt. Allerdings hat der rechte Verteidiger Zürbier das Leder berührt. Es gibt einen Eckball für die Schotten. Johnston. Brogan zu Johnston wieder. Wallace. Johnston. Schwerer Fehler von Brogan. Foul an Mühren, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Nein, er hat gepfiffen. Wir haben den Pfiff allerdings hier im Lärm der Zuschauer überhört. Kaiser. Lennox.
Johnston. Und ein Schuss von Lennox. Eckball. Es ereignete sich in der 35. Minute beim Stand von 0:0. Wieder Johnston. Lennox. Und sehr gefährlich. Der Ball hatte eine Fälsche, aber er kam genau auf Heinz Stoi. Kneel. Der Angriffsschwung der Niederländer hat etwas nachgelassen. Gallagher zu Hay. Hey gegen Reinders und ein Abstoß vom Tor der Niederländer. Die Kampfkraft beider Mannschaften ist sehr, sehr beachtenswert. Wir stehen einander, wenn man den Boxsport hier ins Fußballerische übertragen will, zwei Joe Frazier's einander gegenüber. Mannschaften, die pausenlos sozusagen anzugreifen, sich bemühen und die pausenlos zuschlagen. In fairer und anständiger Weise übrigens. Wieder Reinders. Hülshoff. Das war ein Foul, und zwar ein Foul an Nico Reinders. Vasovic wird schießen. Etwa 38 Meter vom Tore der Schotten entfernt. Schwarz gibt herein. Und Wallace. Ganz allein. Kann ihn ausgeben zu Johnston. Sehr schnell ist Johnston nachgekommen. Nehmen wir Johnston. Sie ist hängen geblieben an Vasovic. Syrbir zu Hülshoff. Reinders. Reinders zu Kroll und zu steil, zu schnell der Ball für Johan Cruyff. Lennox, Abpraller, und es war ein Foul von Syrbier. Er hat den Stürmer der Schotten zurückgehalten. Aber der Schiedsrichter stand in einem schlechten Winkel, konnte das nicht sehen. Vasovic. Syrbier. Schwarz. Kaiser.
Hand gerettet vom Hay. Syrbier. Wieder Vasovic. Das ist der Reinders. Vasovic. Und Kroll konnte das Leder nicht bändigen. Abstoß vom Tor der Schotten. Williams. Es gab mehr Angriffe auf sein Tor, auf das Tor des schottischen Schlussmannes, aber ernsthaft wurde er bisher noch nie geprüft. Einwurf für die Schotten. Im Bild haben wir Brogan mit der Nummer 6. Das war wieder Brogan. Schwarz. Und Gallagher hat gerettet, allerdings nicht entscheidend. Gemmel, Syrbier und niemand attackiert. Hey. Drive. Glänzender Einsatz von McNeil. Lennox. Die Niederländer spielen sehr, sehr sauber, sehr sicher. Vasovic verfolgt von Willow Wellers. Hülshoff. Gemmel. Einwurf für die Niederländer, ausgeführt von Neeskens, 19 Jahre alt, großes Talent und Eckball. Gary Mühren wird der Schütze dieses Eckballs sein. Und abseits. Einer der niederländischen Stürmer abseits. Connolly. Im Kampf gegen Reinders. Reinders hat sich durchgesetzt. Johnston. Und Einwurf für die Niederländer, Keijzer, Johnston, Canale, der hat völlig unkontrolliert nach vorne gegeben. Offenbar versuchen die Schotten nur einmal ohne Gegentreffer oder ohne Treffer des Gegners in die Pause zu kommen. Vasovic. Syrbier, Vorteil. Gemmel. Und Eckball, verursacht von Lennox. Es ist der 9. Cornerball für Ajax Amsterdam. Aber das zeigen Statistiken. Eckbälle bringen kaum noch etwas ein, auch wenn ein Mann wie Johan Cruyff elegant den Ball hereintritt. Johnston.
zu Brogan. Wieder Johnston. Kaiser. Und zum ersten Mal musste Williams wirklich retten. Lennox. Der Ball ist aus. Einwurf durch Syrbier. Wie prüfe ich meinen Tormann? Hey hat das gemacht. Es ist gut gegangen für die Schotten. In der letzten Minute vor dem Pausenpfiff. Eckball Nummer 10 für Ajax Amsterdam. Das ist der Pausenpfiff. Ajax Amsterdam gegen Celtic Glasgow vor 67.000 Zuschauern in Amsterdam 0:0.